Hallo und herzlich willkommen bei Peters Fitness-Sprechstunde. Heute mit der Frage, warum werde ich, wenn ich mit Lower Carb starte, warum werde ich so müde? Es kann natürlich verschiedene Ursachen sein, aber es gibt auch ganz bestimmte, die darauf zurückzuführen sind. Was könnte das zum Beispiel sein, Peter? Wenn man seine Ernährung umstellt und vorher gewohnt ist, viel Reis, Kartoffeln, Brot, Nudeln, Zucker, zuckerhaltige Getränke und Achtung beim Trinken werden oft die größten Ernährungsfehler gemacht. Wenn man seinen Körper aber ständig mit dieser schnell brennenden Energie verwöhnt hat, dann muss der Körper einfach lernen, jetzt mit einem alternativen Brennstoff, nämlich die Fette, wieder zu verbrennen. Ja, und er kann das halt nicht, wenn permanent Insulin im Körper ist. Und dann wird es eine Weile dauern, bis die Organe, die dafür verantwortlich sind, die Fähigkeit wieder erlernt haben. Da spielt eine Leber eine zentrale Rolle, eine Bauchspeicheldrüse und vor allem auch die resistente Zelle. Das heißt, ein Muskelspeicher, der immer gewohnt ist, randvoller Glukose zu sein, plötzlich nicht mehr. Wir müssen den Körper umstellen. Was zu Beginn auch schon mal sein kann, ist, dass man die Niere und Nebenniere aktiviert. Das heißt, wenn ich weniger Kohlenhydrate, also wirklich deutlich weniger Kohlenhydrate zu mir nehme, dann fängt der Körper an, am Anfang Wasser zu reduzieren. Das heißt, jeder, der das schon mal gemacht hat, hat das erlebt. In den ersten 2, 3, 4 Tagen ist der Gewichtsverlust oft richtig, richtig krass. Ja, das heißt, wir haben weniger gespeichertes Wasser in der Zelle, weniger auch in der Muskelzelle. Und der Körper wird vermehrt dich auch zum Harndrang führen. So, und was dann müde macht, ist nicht das Wasser lassen, weil das überschüssige Wasser, das darf gerne aus dem Körper mal raus, aber die fehlenden Elektrolyte. Das heißt, es wird ein kleiner Salzmangel, ein kleiner Magnesiummangel sein, also Natrium, Kalium, Magnesium kann das sein. Magnesium allein ist an 300 Stoffwechselprozessen beteiligt. Wenn man das wieder zuführt, kann es sein, dass man relativ schnell aus diesem Müdigkeitsding wieder rauskommt. Und gerade diese Konzentrationsmängel und Müdigkeit, Magnesium, Natrium. Ein gutes Salz verwenden, ein gutes Magnesiumprodukt verwenden, ja, oder auch einfach sein Essen schon mehr salzen, weil der Körper wird loslassen. Ausreichend trinken trotzdem, aber auch dann nicht übertreiben. Und jetzt haben wir oft das Phänomen, Leute stellen die Ernährung um, haben vorher 0,8 Liter Wasser am Tag getrunken, ernähren sich plötzlich gesünder, reduzieren die Kohlenhydrate, essen mehr Eiweiß, essen gute Fette und haben irgendwo gelesen, ja, du musst auch noch 2 bis 3 Liter trinken und machen das auch. Wenn du so viel umstellst am Anfang, dann wird dein Körper ja noch mehr ausschwemmen, der ist ja vollkommen überfordert. Also schrittweise Umstellung macht da mehr Sinn, ja, und nicht den Körper zu Extremen zwingen. Du kannst ja auch nicht einfach plötzlich in deinen PKW Diesel reinpacken, obwohl es ein Benziner ist. Und wir erwarten jetzt trotzdem, dass der Körper einfach darauf reagiert. Aber Achtung, viel schöner ist das Beispiel, stell dir vor, dein Auto hat einen Tank und der brennt auf Kohlenhydrate. Und jetzt fülle ich den nicht mehr nach. Und dann habe ich einen Reservetank, das sind unsere Fettspeicher. Und da ist eigentlich ein Brennstoff drin, hey, der ist wie Raketentreibstoff. Der könnte viel ökonomischer brennen. Aber ich muss durch die ganzen alten Schläuche und Leitungen durch, um da ranzukommen. Und solange ich durch diesen Sick noch nicht durch bin, wird es für den Körper schwer fallen, Fette zu verbrennen. Ja, das heißt, man sagt das in der Ernährungslehre, wäre das eine Fettanpassung. Also man muss fettadaptiert werden, man muss lernen, diesen Brennstoff erst wieder zu verbrennen. Und das dauert einfach ein bisschen. Ja, und da zeigen die Studien so 8, 12 Wochen, manchmal auch ein bisschen länger, bis der Körper das wieder kann. Wenn er das aber kann, hat er die Fähigkeit, besser Kohlenhydrate und auch besser Fett zu verbrennen. Also lohnt es sich, da einmal durchzugehen. Und zur Not kann man da auch mal gerne mal einen Espresso oder einen Kaffee trinken, schwarz natürlich und ohne Zucker oder halt mit Erythrit. Und das hilft auch auf jeden Fall.